Servus gehabt und willkommen zur ersten Folge Hive-SG 2.0. Ich laufe zum Spawn. Ich bin auf Odo zu. Es sind leider keine anderen Premiums drin, außer ein Diamond Premium. So, ich gehe jetzt einfach wieder den Weg. Ist die Kiste noch frei? Nee, leider nicht. Ich gehe einfach mal hier hoch, so in die Richtung zur Kirche und dann gucke ich, was ich so noch bekommen kann. Oh, da war noch einer. Er gibt mir einfach drei jetzt noch. Ja, Leute, es kam jetzt seit einer Ewigkeit kein Hive-SG mehr. Tut mir auf jeden Fall ziemlich leid, aber ich hatte halt einfach wirklich keine Lust auf Hive-SG. Es hat so seinen Hype verloren und viele meiner Freunde spielen nicht mehr, deswegen alleine spielen ist jetzt auch nicht so das Wahre. Aber ich finde so dieses Hive-SG 2.0-System kann man auf jeden Fall trotzdem zocken. Jedenfalls würde es mich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreiben könntet, ob ihr wieder öfter Hive-SG sehen wollt und wenn, ob ihr es uncut oder, ja, eben gecuttet sehen wollt. Denn ich bin mir da noch unsicher, weil in letzter Zeit macht mir Cut einfach viel mehr Spaß so und man kann die, in Anführungszeichen, unnötigen Szenen einfach rausschneiden. Aber Cut ist halt eher so wieder so dieses Feeling von früher, deswegen, ja, schreibt es einfach mal gerne in die Kommentare und dann werde ich darüber mal nachdenken. Hinter mir ist jemand. Master Tuki Skin. So. Ich hoffe, der meint daher, der wird gleich turnen. Eisenharnisch ist da. Ich hatte darüber nachgedacht, ob ich in Zukunft wieder mehr Hive-SG bringen soll. Deswegen, ja, wäre halt nett, wenn ihr dazu einfach was in die Kommentare schreiben könntet. Außerdem habe ich eine kleine Info zu vergeben. Und zwar kommt im Februar mein neues Merch raus. Ich werde dazu in den nächsten Videos mal wieder etwas sagen und euch auch die Motive zeigen. In dem hier noch nicht, denn ich möchte das noch ein bisschen herauszögern, sage ich mal. Ich kann euch auf jeden Fall so viel versprechen, dass das Ganze ziemlich, ziemlich geil aussieht. Und ich bin da auch, also stehe da voll hinter. Deswegen freue ich mich schon richtig drauf, das zu releasen. Am schnellsten erfahrt ihr das alles auf Twitter, aber ich werde es auf jeden Fall auch nochmal in den Videos bekannt geben, deswegen keine Sorge. Ich frage mich auch die ganze Zeit, wo die Gegner sind. Ich finde irgendwie gar keinen mehr. Ah, hier ist nochmal so eine Rakete drin, ne? So, wenn ich die jetzt zünde, oder ist auch jemand? Den greifen wir kurz an. Auf jeden Fall, wenn ich die Supply Drop zünde, dann kommt da so eine Kiste hin, wo auch Sachen drin sind. Und das finde ich auf jeden Fall auch ganz cool gemacht. Also dieses 2.0-System, da kann man jetzt gegen sagen, das ist ganz nice. Und ich finde das auch gar nicht so schlimm, dass es auf der 1.8 ist. Oh, by the way, falls ihr wirklich Bock habt, dass ich wieder Hive-SG 2.0 bringe, oder generell einfach Hive-SG bringe, dann schreibt mir in die Kommentare, was ich von beiden bringen soll. Soll ich mehr Hive-SG 2.0 bringen oder soll ich mehr Hive-SG 1.0 bringen? Und, oder soll ich das einfach so variieren? Also, ihr habt eigentlich die freie Entscheidung drüber. Ihr könnt natürlich auch gerne Vorschläge machen, mit wem ich was aufnehmen soll. Also, ich hatte auf jeden Fall Bock, dem Basti auch ein bisschen Hive zu zeigen und mit Leon und den anderen alten Hasen einfach mal wieder was aufzunehmen. Ich kann mir noch eben ein Eisenschwert machen. Ja, okay, passt, oder? Weizen. Haben wir auch noch am Start, du. So. Dann starten wir mal das Deathmatch. Okay, es sind noch drei andere, also eben noch vier Spieler sind da. Da vorne ist der erste, ich gehe einfach mal auf den drauf. Es tut mir halt ein bisschen leid, dass halt eben, ich sag mal, Non-Premium-Leute drin sind. Und das ist ja jetzt auch kein Vorurteil, aber ich denke, die meisten von euch wissen, dass der Großteil, wirklich Betonung auf Großteil, der Großteil der Non-Premium-Leute eben nicht allzu stark ist. Und zum Beispiel der steckt mich mit dem Weizen. Oh. Er hat den einfach abgestaubt. Gut, da würde ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne Daumen nach oben da lassen. Würde mich mega freuen. Auf jeden Fall einen Kommentar da lassen, ob jetzt in nächster Zeit wieder mehr Hive kommen soll oder nicht. Ich hatte auch vor, die nächsten Tage HG aufzunehmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und Peace.